Willkommen bei Ghost TV, meine Freunde. Heute das versprochene Video zur MPU des Sportschützen. Warum habe ich das Video gemacht? Ich möchte euch da ein bisschen was noch vorab zu erzählen, aber am wichtigsten, wenn euch das Video und die Informationen hinterher gefallen haben, lasst bitte ein Like da und vor allem lasst auch ein Abo da, damit der Kanal weiter wachsen kann. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, wir brauchen ein bisschen Vortrieb für die ganze Geschichte. Ja, und wer den Kanal unterstützen möchte, egal in welcher Form, mit einer Kanalmitgliedschaft oder aber auch über den PayPal-Link, der findet alles Nötige dazu unten in der Videobeschreibung. Denn aktuell läuft immer noch unsere Aktion für die Ukraine bzw. für die Stromgeneratoren. Ja, warum mache ich dieses Video über die MPU? Es ist ja mittlerweile wieder mal in aller Munde. Das Thema ist schon fast ausgereizt. Das Thema erneute Waffenrechtsverschärfung. Kommt es auf uns zu, kommt es nicht auf uns zu? Das Ganze ist in der letzten Zeit etwas eskaliert, was auch verständlich ist. So ziemlich jeder Kanal, der sich mit dem Thema beschäftigt, hat was dazu gemacht. Ich hatte auch meine Meinung am Anfang dazu gesagt und war dann etwas ruhiger, weil letztendlich ist alles gesagt worden. Ja, Gunvlog hat das Ganze vernünftig gemacht. Bavarian Shooter hat das Ganze vernünftig aufgearbeitet und seine Meinung dazu gesagt. Und dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Das letzte Video zu dieser ganzen Geschichte von Ken fand ich sehr interessant, wo er mal die einzelnen Punkte auseinandergepflückt hat. Was wäre, wenn? Fand ich eine gute Geschichte. Und warum soll ich dann jetzt nochmal groß auf die Themen reagieren, wenn meine Kollegen das alles schon erledigt haben? Ja, also top Arbeit, meine Freunde, habt ihr gut gemacht, in meinen Augen zumindest. Und da kann man zumindest sehen, dass wir hier zumindest auf YouTube so ziemlich alle einer Meinung sind. Und von mir einen Daumen hoch dafür, dass sich alle im Moment so engagieren. Ja, ob die ganze Geschichte kommt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe dazu meine eigene Meinung. Ich sehe das Ganze nicht ganz so schwarz. Allein aus dem Grund, den Ken angeführt hat, oder die Gründe, die Ken angeführt hat von Gunvlog, der ganze bürokratische Aufwand ist gar nicht zu stemmen. Aber egal. Wir schauen uns das Ganze mal relativ neutral an. Und das, was ich auch heute mitzuteilen habe, ich möchte im Vorfeld darauf hinweisen, es gibt keine Gewähr für die Vollständigkeit. Allerdings habe ich mal ein bisschen recherchiert im Internet, was so die MPU für Sportschützen angeht. Deswegen wollen wir heute mal gucken, wie sieht so eine MPU für den Sportschützen aus? Ja? Wie könnte es später aussehen? Wie es kommt, wissen wir nicht. Aber wichtig wäre erstmal Stand heute, wie sieht's aus, wenn euch die Behörde zur MPU schickt und ihr aufgrund eurer persönlichen Eignung ja eventuell mal vollständig werden müsst. Das Ganze hat jetzt nicht unbedingt was zu 100% mit der Altersregelung zu tun. Ja, es gibt hier und da auch Überschneidungen, aber hier sprechen wir aktuell erstmal nur darüber, wie sieht's aus, wenn ihr aufgrund eurer persönlichen Eignung und da auftauchenden Problemen von der Behörde zur MPU geschickt werdet. Was kommt auf euch zu? Wie läuft das Ganze ab? Ja, und zuerst schauen wir uns mal an, wo kann ich dieses Gutachten überhaupt machen lassen? Ja, das schauen wir uns jetzt als erstes an. Hier haben wir es mal. Ich kann also entweder zu den normalen Amtsärzten gehen, ich kann zu Fachärzten der Fachrichtung Psychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychiatrie und Neurologie, Nervenheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie gehen. Weiterhin kann ich aber auch einen Psychotherapeuten oder mit Psychotherapeuten generell, die nach dem Psychotherapeutengesetz approbiert sind, gehen. Oder aber ich kann Fachärzte für psychotherapeutische Medizin oder aber auch Fachpsychologen der Fachrichtungen Rechtspsychologie, Verkehrspsychologie oder klinische Psychologie aufsuchen und damit beauftragen, dieses Gutachten über mich zu erstellen. Ihr seht, da gibt es also eine ganze Reihe an
Institutionen und Ärzten und Therapeuten, die ich da zu dem Thema aufsuchen kann. Die Standardadresse allerdings ist für die meisten Sportschützen, und das finde ich auch gut so, die MPU bei den medizinisch-psychologischen Diensten des TÜVs, ja, alternativ der DEKRA. Warum? Ist relativ einfach. Stellt euch mal vor, jeder, der schon mal eine Sitzung oder Kontakt zu Psychiatern, Psychologen hat oder hatte, der weiß, dass da unterm Strich wahrscheinlich bei so einem Gutachten mehr rauskommt als das, was eigentlich benötigt wird, ja, von der Kindheit angefangen und was auch immer alles. Beim TÜV, bei der DEKRA ist es relativ einfach. Da bezieht sich das Ganze wirklich auf das angefragte Thema, nämlich euer Verhältnis zu Schusswaffen, zu dem Sport und dem Waffenbesitz generell. Was man allerdings sagen sollte, dass der Arzt, wenn ihr euch einen Arzt aus einer Institution, aus der Liste gerade euch mal vornehmt, und da ein Gutachten erstellen lasst, dann ist ganz wichtig, dass ihr in den letzten 5 Jahren von diesem Arzt oder Therapeuten oder Psychiater, der euch begutachtet, nicht auch gleichzeitig behandelt worden seid mal. Das heißt, in den letzten 5 Jahren sollte da kein Kontakt bestanden haben, damit derjenige auch unvoreingenommen ist, in Anführungsstrichen, der das Gutachten für euch erstellt. Ja, und jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich habe mir mal so ein paar Notizen dazu gemacht, nämlich, was kostet die MPU? Die Preise für solche Gutachten, gerade wenn ich wieder jemanden aus der Liste nehme, die wir gerade hatten, können extrem variieren. Ich sehe solche Gutachten nicht unbedingt von Sportschützen, aber generell in meiner Agentur, ja, bei der Versicherung, wenn wir solche Sachen anfordern für unsere Kunden. Diese Gutachten können unter Umständen schon extrem umfangreich sein, wenn ich sie von einem Psychiater, Psychologen machen lasse, der mit dem TÜV-DEKRA nichts zu tun hat. Ja, also ganz normal einer der Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen, Psychiater, den wir ganz am Anfang in der Liste gesehen haben. Da werdet ihr immer als Privatpatient behandelt. Das heißt, die Kosten werden nicht von der Krankenkasse erstattet, sondern natürlich von euch selber. Und da sind die Kosten unter Umständen schon mal extrem hoch. Ich habe Gutachten gesehen, die durchaus auch schon mal 30 Seiten und länger waren. Da standen aber auch Sachen drin, die wollt ihr gar nicht über euch wissen. Ja, das ist also so umfangreich gewesen, das hat sich nicht nur auf unseren Sport bezogen und auf die Tatsache, wie ihr für den Umgang mit Waffen oder den Besitz von Waffen geeignet seid. Weil man darf einzig vergessen, die Leute wollen natürlich auch Geld verdienen und machen ihre Arbeit sehr genau. Und solche Gutachten können dann auch schnell schon mal mehrere hundert Euro kosten, wobei das Ergebnis hinterher unter Umständen nicht das Ergebnis ist, was ihr euch erhofft habt. Also, TÜV, DEKRA, da liegen die Kosten im Schnitt zwischen 100 und 200 Euro. Kommt immer drauf an, welches Bundesland, welche TÜV-Stelle, welche DEKRA-Stelle. Aber roundabout liegen wir zwischen 100 und 200 Euro dafür. Gut, kommen wir mal jetzt zu dem Punkt, wie das Ganze letztendlich abläuft. Die einzelnen Verfahren der Gutachter zur Begutachtung können natürlich unterschiedlich sein. Ja, die sind also nicht überall 1:1 genormt. Das hatte auch Ken von Gunvlog in seinem Video schon mal angemerkt. Wenn sowas ins Leben gerufen wird, dann sollte es auch einheitlich sein und da wird es schon große Probleme geben. Weil nehme ich freie, oder ich sage jetzt mal freie Psychiater, Ärzte, Therapeuten, die mit dem TÜV, mit der DEKRA nichts zu tun haben, die lassen sich wahrscheinlich nicht vorschreiben, wie sie das Ding durchzuführen haben. Ja, das wird es, glaube ich, schon mal generell nicht geben. Von daher sind diese Durchführungswege relativ unterschiedlich. Allerdings sollten wir jetzt auch darauf achten, bei dem Beispiel, was wir jetzt hier heute besprechen, da geht es ja um ein TÜV-Gutachten, eine MPU beim TÜV,
dass es nicht unter Umständen sein oder nicht generell sein muss, dass wenn ihr zu einem freien Arzt geht, der Ablauf genauso ist. Ja, wir reden jetzt hier also erstmal nur von der Geschichte mit dem TÜV. Wichtig ist eben, in den Grundzügen sollten diese Begutachtungen eigentlich weitgehend identisch sein, aber wie gesagt, es kann immer mal wieder voneinander abweichen. Und wir fangen jetzt mal ganz vorne bei dem Thema an, nämlich bei der Terminierung der ganzen Geschichte, weil ihr könnt nicht einfach hingehen und sagen, da bin ich, ja, das Ganze läuft nach einem bestimmten Schema ab. Also, als allererstes der Termin. Ihr müsst dazu wissen, die Wartezeit angeblich liegt die aktuell so zwischen 4 und 6 Wochen. Das heißt, nehmt euch die Zeit, wenn sowas mal auf euch zukommt, dann müsst ihr diese 4 bis 6 Wochen einfach mal einplanen, um diesen Termin zu vereinbaren. Und die Terminbestätigung bekommt ihr entweder per E-Mail oder per Post. Das heißt, die wird auf jeden Fall zugestellt. Da geht das Ganze schon mal amtlich los. Wie läuft diese MPU genau ab? Es gibt da verschiedene Stufen, verschiedene Durchführungswege und verschiedene Tests, die absolviert werden müssen. Aktuell sieht es so aus, dass ihr erstmal, wenn ihr da zu der MPU auftaucht, an eurer TÜV- oder DEKRA-Stelle, erstmal müsst ihr euch legitimieren, das heißt Ausweis auf den Tisch und natürlich die Begutachtungsgebühren. Ja, also erstmal Kohle auf den Tisch, Ausweis auf den Tisch und dann geht das Ganze erstmal los. Am Anfang geht das Ganze noch relativ einfach vonstatten. Da werden euch 2 Fragebögen ausgegeben. Ein Fragebogen davon ist ein sogenannter Neo-FFI-Fragebogen. Da könnt ihr gerne mal googeln. Ich will aber kurz mal zusammenfassen oder erklären, um welche Art von Test es da geht. Da werden euch verschiedene Fragen gestellt, wie zum Beispiel, bin ich gerne mit anderen Leuten zusammen? Wie gut kann ich meinen Nachbarn leiden? Erledige ich meine Aufgaben immer sofort und gewissenhaft? Ja, also es werden Fragen über eure Person gestellt und das Ganze sieht so ein bisschen nach eigener Selbsteinschätzung aus. Man kann dort 5 mögliche Einschätzungen von sich selber ankreuzen, so nach dem Motto, trifft für mich zu, trifft für mich gar nicht zu, trifft teilweise zu, trifft eher zu, ja. Ihr müsst also jetzt nicht selber was dazu schreiben, sondern ihr müsst einfach nur gucken, wo stufe ich mich jetzt bei diesen 5 Antwortmöglichkeiten ein? Ja, da geht es also wirklich um die reine Selbsteinschätzung. Allerdings sollte man hier auch schon so gut wie es geht wahrheitsgemäß antworten. Weil ganz wichtig ist, im Laufe des Tests, des weiteren Testverfahrens, gibt es da immer wieder die eine oder andere Kontrollfrage zu und da kommen sehr schnell Unstimmigkeiten auf, sobald das Ganze mal zu stark voneinander abweicht. Eine Frage, die auch anscheinend recht gerne genommen wird, um das Ganze so ein bisschen zu testen, eure Selbsteinschätzung, eure Ehrlichkeit, eure Grundehrlichkeit, sagen wir jetzt mal dazu, ist die Frage, wart ihr in eurer Kindheit mal frech zu euren Eltern? Wenn ich da jetzt natürlich Nein angebe, kann ich davon ausgehen, dass das Ganze gelogen ist, weil irgendwann haben wir wahrscheinlich immer mal eine große Klappe unseren Eltern gegenüber gehabt, ja, sei es in der Pubertät oder wann auch immer. Deswegen, es ist nicht schlimm, wenn ihr auch mal ehrlich sein müsst, ja, und das Ganze erstmal, wahrheitsgemäß beantwortet. Es ist ja nicht schlimm, wenn ihr früher mal frech wart zu euren zu euren Eltern. Wichtig ist ja, wie ist die Entwicklung und wie ist der Stand heute? Ja, aber mit solchen Fragen will man eben gucken, ob ihr versucht habt, euch auf diesen Test vorzubereiten und euch so gut und mustergültig wie möglich darzustellen. Was mit Sicherheit erfahrungsgemäß hier bei diesen Tests nicht immer optimal sein sollte.
Ja, weil diese Tests sind wirklich so konstruiert, dass sowas relativ schnell auffällt. Ja, und aus all euren Antworten lässt sich dann bei diesem Fragebogen erst einmal ein Persönlichkeitsprofil von euch erstellen. Und das Ganze wird letztendlich in 5 Persönlichkeits, ja, ich sage jetzt mal Kategorien aufgeteilt. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, da haben wir zum einen den Neurotizismus, den Extraversion, die Offenheit für Erfahrungen, die Gewissenhaftigkeit und die Verträglichkeit. Ja, ihr seht, da sind Fachbegriffe teilweise, da muss man einfach mal googeln, was das Ganze heißen soll. Und das habe ich jetzt mal für euch erledigt. Und wir schauen uns zuerst mal die Geschichte mit dem Neurotizismus an. Da ist die Definition folgendermaßen. Es beschreibt die Gesamtverfassung, die durch emotionale Labilität, Schüchternheit und Gehemmtheit charakterisiert ist. Das heißt also, wenn ihr ja so ein bisschen der verklemmte, zurückhaltende Typ seid, vielleicht etwas ängstlich und unsicher, dann werdet ihr in diese Kategorie eingestuft. Und das Ganze schauen wir uns jetzt auch einmal bei der Extraversion an. Ja, die Extraversion zeichnet sich durch eine nach außen gewandte Haltung aus. Extravertierte Charaktere empfinden den Austausch und das Handeln innerhalb sozialer Gruppen als anregend. Typisch extravagierte Eigenschaften sind gesprächig, bestimmt, aktiv, energisch, dominant, enthusiastisch und abenteuerlustig. Ja, also, ich würde das mit meinen eigenen Worten jetzt mal so beschreiben, wenn ihr euch zu sehr auf ein Thema versteift habt, ja, und versucht da immer vorne mit dabei zu sein bei Diskussionen, wenn es um bestimmte Themen geht, eure Meinung in den Vordergrund zu stellen und im Endeffekt alles besser zu wissen, jetzt im übertriebenen Sinne, das würde ich also tatsächlich als, in diesem Fall als Extraversion mit meinen Worten beschreiben. Ja, falls wir einen Psychologen, Psychiater hier unter uns haben in der Community und ich was Falsches sage, bitte in den Kommentaren verbessern. Ja, wenn das Ganze dann eingestuft wurde, dann geht es darum, das Ganze auch auszuwerten. Die Werte werden dann mit einer Testbatterie von einigen 100 befragten legalen Waffenbesitzern verglichen. Das heißt also, es gibt so ein, ich sag mal, eine Datenbank mit Antworten, die, ich sage es jetzt auch mal ganz platt, förderlich für das Bestehen dieser Begutachtung sind. Wenn ihr da also durchschnittliche Werte erreicht habt bei dieser Auswertung durch diese Datenbank, dann stehen eure Chancen nicht schlecht, dass ihr hier schon mal das ganze Ding für euch entschieden habt und bis hier schon mal durch seid. Ja. Dann kommt aber noch ein zweiter Fragebogen. Auf den muss man dann tatsächlich mit seinen eigenen Worten antworten, entweder in ausführlicher Form oder aber auch teilweise stichpunktartig. Und auch da sollte man gucken, dass man das Ganze für sich selber so einfach wie möglich hält, damit man sich in den Antworten und in den Formulierungen nicht unnötig verstrickt und teilweise was ausdrückt, was man nicht ausdrucken möchte. Ja, also versuchen, sich so kurz wie möglich zu halten, aber trotzdem aussagekräftig zu bleiben. Da sind dann Fragen, die beantwortet werden müssen, so nach dem Prinzip, wann sind Sie das erste Mal mit Schusswaffen in Kontakt gekommen? Welche Personen dürfen oder sollten Ihrer Meinung nach Waffen besitzen? Sollten die Waffengesetze eher verschärft werden? Welche Verwendung von Schusswaffen halten Sie ethisch für vertretbar? Ihr seht, das sind also schon Fragen, die etwas tiefer in die Materie gehen und bei denen man also dann doch schon überlegen sollte, wie antworte ich jetzt? Weil eins ist immer ganz wichtig, das geschriebene Wort
wird anders aufgefasst als das gesprochene Wort. Da gibt's keine Mimik, da gibt's keine, ja, ich sag mal, kein wenig Auslegungsmöglichkeiten. Ja, deswegen versucht, oder sollte man immer versuchen, wenn sowas mal auf einen zukommt, das Ganze auch wirklich mal, ja, vernünftig und sachlich zu behandeln. Auch dieser Test wird dann dementsprechend, oder dieser Fragebogen wird dann dementsprechend ausgewertet. Das Ganze läuft auch wieder über eine Datenbank mit den sogenannten Musterantworten. Und dann habt ihr diese beiden Fragebögen erstmal für euch erledigt. Ja, jetzt kommen noch drei Reaktionstests am Computer dazu. Bei dem ersten Test sieht es so aus, da werden oben am Bildschirmrand vier verschiedene Symbole aufgezeigt und hinterlegt für euch. Die bleiben auch dauerhaft da stehen. Dann erscheinen auf dem Bildschirm diese Symbole in verschiedenen Reihenfolgen. Und sobald eines dieser Symbole auftaucht, müsst ihr den grünen Knopf drücken. Sollte dieses Symbol auftauchen in irgendeiner abgewandelten Form, dass dann strichbar ist, vielleicht ein kleines Dach oben auf dem Symbol ist oder eine kleine Blume daneben, dann müsst ihr den roten Knopf drücken. Also ihr müsst immer gucken, dass die Symbole genauso angezeigt werden, wie sie euch oben am Bildschirmrand auch vorgegeben werden. Und das Ganze natürlich auf Zeit. Ja? Da ist also eure Reaktionszeit gefragt. Der zweite Test ist ein sogenannter Linienverfolgungstest. Da müsst ihr eine Linie durch einen Wirrwarr von verschiedenen Linien verfolgen und dann dementsprechend die Taste 1 bis 9 drücken, je nachdem, aus welchem Gang, ja, diese Linie hinterher dieses Knäuel, dieses Wirrwarr von Linien verlässt. Auch das ist letztendlich mit einer Zeitvorgabe versehen, wobei hier aber, ja, ich sag mal, die Genauigkeit schon etwas im Vordergrund stehen sollte, zumindest bei diesem einen Test. Dann kommt noch der dritte Test, der etwas stressiger ist. Da sieht es folgendermaßen auf. Ich musste mir dazu also auch noch mal ein paar Notizen machen. Auf dem Bildschirm erscheinen nacheinander verschiedenfarbige Punkte, zu denen man den entsprechenden farbigen Knopf auf dem Kontrollbrett drücken muss. Das Ganze erinnert so ein bisschen, vielleicht meine Generation kennt das noch, dieses Spiel, was es früher gab, Senso, mit den vier verschiedenen Farbtasten, die dann verschiedene Melodien gespielt haben und die dann schnell gedrückt werden mussten, je nachdem, welche Vorgabe das Gerät machte. Ja, das ist also schon recht anspruchsvoll. Und außerdem gibt es hier einen hohen und einen tiefen Ton, zu dem man jeweils einen hellgrauen oder dunkelgrauen Knopf drücken muss, je nachdem, welcher Ton jetzt zusätzlich dann noch ertönt. Und dann gibt es noch ein linkes und ein rechtes Pedal. Das Ganze geht dann sehr schnell und man muss wirklich schnell reagieren, da das Ganze natürlich auf Zeit geht. Es heißt also, es werden eure Augen gefordert, es wird euer Gehör gefordert und die Koordination, in dem Sinne Hand- und Fußkoordination, die dann natürlich schon Stress verursachen können. Deswegen am besten bei solchen Sachen immer ruhig bleiben. Und wenn dieser Test dann abgeschlossen ist, dann gibt es noch ein klärendes Gespräch mit dem Gutachter. Da wird dann geguckt, wenn es Unstimmigkeiten beim Testverlauf gab oder Fragen, die er jetzt nicht unbedingt genau zuordnen kann oder will, dass man da nochmal nachhaken kann und bestimmte Fragen und Themenbereiche nochmal hinterfragen kann. Das ist gar nicht mal so verkehrt, setzt natürlich auch immer voraus, dass der Gutachter das Ganze auch wirklich objektiv sieht. Da muss ich Ken also wieder mal recht geben, das wäre dann wirklich die Grundvoraussetzung. Gut, jetzt habt ihr das ganze Thema durch. Diese ganze Geschichte dauert in der Regel, soll in der Regel zwischen 3 und 4 Stunden dauern, recht zeitaufwendig. Aber jetzt ist die wichtige Frage für die meisten von euch, was passiert, wenn ich da durchfalle? Relativ einfach beschrieben, die Kohle ist weg und der Test ist nicht bestanden. Was aber nicht heißen soll, dass ihr damit
das Thema legalen Waffenbesitz begraben könnt. Der TÜV bzw. der Therapeut oder der Psychiater sind nicht für eure WBK verantwortlich. Ja, das muss man ganz klar sehen. Selbst wenn ein Gutachten zu euren Gunsten ausfällt, heißt das noch lange nicht, dass die Behörde das auch wirklich so anerkennt. Ja, das hört sich jetzt dumm an. Ja, ich will da jetzt auch nicht wieder irgendwelche Verschwörungstheorien da in die Welt setzen oder das zulassen. Im Endeffekt ist das diese Begutachtung ein Instrument, die zu euren Gunsten ausgelegt werden soll. Aber wir kennen das aus den anderen Bereichen der Behörden. Ihr legt alles vor, was nötig ist, und die Behörde findet trotzdem irgendwo ein Haar in der Suppe. So sieht's hier nämlich genauso aus. Ganz wichtig ist eigentlich, dass ihr in solchen Fällen ruhig bleibt, weil ihr habt dann natürlich die Möglichkeit, es überall anders, ja, an den anderen Stellen nochmal zu versuchen. Ihr solltet nur nicht zu derselben TÜV- oder DEKRA-Stelle gehen oder zu demselben Psychologen oder Therapeuten gehen, sondern euch wieder eine andere neutrale Plattform suchen und da dann dementsprechend den Test nochmal absolvieren. Das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Das ist der grobe Ablauf und der unverbindliche Ablauf der aktuellen MPU für Sportschützen. Und wie sich das Ganze letztendlich äußert, ob das Ganze überhaupt umsetzbar ist, das werden wir dann doch nochmal unter Umständen in einem anderen Video nochmal besprechen, weil meiner Meinung nach ist das Ganze technisch, anhand von Manpower und kostentechnisch für uns in Deutschland gar nicht umsetzbar. Deshalb, das Ganze sollte einfach mal ein kleiner Leitfaden durch die MPU des Sportschützen sein. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit den Informationen was anfangen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr die Informationen hilfreich fandet oder ihr mit meiner Arbeit zufrieden wart, lasst mir bitte ein Like und ein Abo da und bleibt fit, gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Konzentriert euch auf die positiven Sachen in unserem Skisport und lasst euch von negativen Sachen wie dieser Waffenrechtsverschärfung nicht unnötig stressen, behaltet das Ganze im Auge, aber guckt, dass das Positive erstmal im Vordergrund steht. Ich denke, das ist die gesündeste Einstellung zu dieser ganzen Geschichte. Und wir bleiben an dem Thema dran und wir werden schauen, was es ansonsten Neues gibt. Also haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.